Für mich ist die neue GS so konsequent entwickelt worden wie keine GS zuvor. Das war natürlich eine Riesenaufgabe. Wir haben mit Kolleginnen und Kollegen und vielen GS-Fans gesprochen. Und sie alle haben einen Traum. Eine neue Boxer GS mit reduzierter Komplexität und geringem Gewicht. Aber natürlich auch mit beeindruckenden Features. Und diesen Traum haben wir wahrgemacht. Die R1250 GS ist nun 10 Jahre auf dem Markt und ist das erfolgreichste und vielleicht wichtigste Motorrad. Deswegen war sie für uns auch der beste Konkurrent im gesamten Entwicklungsprozess der neuen GS. Natürlich birgt die Reduzierung von Gewicht und Komplexität das Risiko, weniger Robustheit und Funktion realisieren zu können. Man muss bei der Entwicklung eines neuen Bikes bestehende Dinge hinterfragen und aussortieren. Gleichzeitig war es immer unser Anspruch, das Gewichtsziel einzuhalten. Das war eine enorme Challenge. Aber das gesamte Team hat während des Entwicklungsprozesses hart daran gearbeitet, genau diese Ziele zu erreichen. Und wir sind sehr stolz, dass uns das gelungen ist. Die BMW R1300 GS ist genau der Pacesetter und erfüllt genau das, was unsere Marke verspricht und was wir GS-Fahrer uns wünschen. Make life right. Jeder weiß, dass die GS abliefert. Deshalb war es für uns von großer Bedeutung, die Rolle des Pacesetters in der Motorradwelt auszubauen. Eins steht fest, die neue GS wird der Community viele großartige Momente bescheren. Also diese GS-DNA, das ist ja was Gewachsenes. Da reden wir ja von einem Prozess über mehrere Jahrzehnte, in denen sich die GS da immer weiterentwickelt hat. Also stehen wir damit in einer langen Tradition und somit natürlich auch konfrontiert mit einer riesen Erwartungshaltung von draußen. Aber eben auch in einer Tradition, immer wieder aufs Neue zu überraschen. Eben in dem Spannungsfeld bewegen wir uns als GS-Entwickler. Jetzt haben wir in der Motorradbranche im Allgemeinen, vor allem im letzten Jahrzehnt, diese Entwicklung zu immer weiter, größer, schwerer und auch komplizierter erlebt. Wir haben uns jetzt aber auf das ursprüngliche Erfolgskonzept der GS fokussiert, also dass es seit der G-S gibt, also schon seit mehr als 40 Jahren. Ganz simpel, richtig gute Offroad-Qualitäten, Offroad-Charakter, Vielseitigkeit zusammen mit Anpassungsfähigkeit. Ganz wichtiges Thema bei der GS. Wir haben schon sehr früh mit dem gesamten Team angefangen, Visionen für die neue GS zu entwickeln, basierend eben auf dieser Ur-GS-Philosophie. Und dabei geht es nicht um oberflächliches Styling. Im Motorraddesign wird das maßgeblich der Gestaltung ja über das technische Gesamtkonzept bestimmt. Das sind diese Dinge wie Art des Antriebs, dessen Einbaulage, das Rahmenkonzept, diese gesamte Anordnungsarchitektur aller Einzelkomponenten. Das bestimmt im Wesentlichen die Gestalt, nämlich vor allem die Proportionen des Bikes. Die eigentliche Designarbeit im frühen Prozess ist diese Suche nach der Architektur. Und wir wollten ja diesen Prozess des immer größer und schwerer Werdens, den wollten wir ja unterbrechen. Wir wollten den ja direkt umkehren. Wir wollten kompakter und leichter. Ich nenne das immer gern verdichten. Den GS-Spirit geradezu rausdestillieren. Und um das zu erreichen, war ein Schlüsselfaktor die Integration. Das kompakte Ineinandergreifen von Bauteilen. Und genau das kannst du auch in der Gestaltung direkt sehen. Wie da die Bauteile ineinandergreifen, auch Mehrfachfunktionen haben, wie das bezogene Mittelcover oder auch formal integriert sind, wie zum Beispiel der Scheinwerfer, der nicht mehr so ein aufgesetztes Modul ist, sondern der jetzt integrativ mitten im Schnabel drin sitzt. Ganz neu ist das Konstruktionsprinzip vom Haupt- und Heckrahmen, denn der Hauptrahmen aus Stahlblech und den Heckrahmen aus Aluminiumdruckguss. Diese Konstruktion ermöglicht uns ein sehr kompaktes Package, eine sehr hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht. Und aus Designsicht ist gerade dieses kompakte Ineinandergreifen von diesen Rahmenelementen aus stilistisch ein echtes Highlight. Dieses Heckrahmenkonzept ist mit seinen Bauteilen zusammen ein modulares Konzept, quasi Lego-Prinzip. Dadurch kann das Bike je nach Bedürfnis unglaublich vielseitig ausgestattet werden. Also direkt von uns, von BMW Motorrad, aber eben auch vom Kunden selber. Die Leute, unsere Kunden, die lieben ja ihre GS. Was aber eben auch zu einer wahnsinnigen Erwartungshaltung führt, sobald wir wie jetzt von einer kompletten Neuentwicklung sprechen. Und da entsteht durch diese Anforderung an eine sehr breite Funktionalität auf einmal sehr viel Emotionalität.
Und die ist gerade bei der GS sehr ausgeprägt. Diese Erwartungshaltung zu treffen, aber dabei gleichzeitig zu überraschen, das war bei der Gestaltung und der Entwicklung der große Treiber und auch die große Herausforderung. Die Formensprache einer BMW und im Speziellen einer GS, die folgt ja sehr klaren Gestaltungsprinzipien. Wir haben da dieses cleane, integrative Erscheinungsbild auf der einen Seite, also kompakt, reduziert, fokussiert, und diese BMW-typischen technischen Merkmale andererseits, wie den Boxer, der Telelever, den Kardan, all das, was letztendlich zu dieser typischen GS-Flyline geführt hat. Gleichzeitig wollen wir bei BMW Motorrad immer diese neuen Innovationen inszenieren und erlebbar machen. Wie jetzt zum Beispiel den Evo-Telelever, der ist ja direkt im Sichtfeld des Fahrers. Ein technisches Element, das ich richtig cool finde. Oder auch der Matrix-Scheinwerfer, der uns zu der neuen Lichtsignatur geführt hat. Eine Lichtsignatur, die gerade durch ihre selbstbewusste Präsenz so typisch BMW Motorrad ist. Und was mir jetzt echt gut gefällt, also jetzt so im Gesamten, was wir Designer den First Read nennen, auf jeden Fall diese kompakte, drahtige Proportion, zusammen mit dieser Sleekness durch das Ineinandergreifen der Teile. Im Detail, also Second und Third Read, da mag ich besonders auch diese optisch durchgehende Sitzbank durch das bezogene Mittelcover. Das Bike kriegt damit eine Silhouette und eine Kontur wie bei einer Sportenduro. Eine neue GS entwickeln zu dürfen, ist immer eine Herausforderung. Um das ideale Ergebnis zu erzielen, überprüfen wir unsere Testanforderungen stetig. Hierbei war unser Fokus unter anderem darauf gerichtet, nicht nur ein Motorrad aus europäischer Sicht zu entwickeln, sondern ein Motorrad zu entwickeln, das weltweit erfolgreich sein kann. Dazu haben wir sowohl große wie kleine Fahrer eingesetzt. Wir haben mit sehr erfahrenen Fahrern getestet, aber auch ganz bewusst mit Einsteigern. Und wir haben alle Straßen der Welt bemüht, um unser Fahrzeug abzusichern. Und in einer GS natürlich auch alle Wege, die nicht geteert waren. Wir reden hier schließlich von einem Offroad-Fahrzeug. Ein Hauptziel in unserer Entwicklung war die Gewichtsreduzierung. Um den Team Spirit hierzu möglichst hoch zu halten, haben wir in der Entwicklung eine Boje aufgehängt. Die haben wir mit Sand gefüllt, die dem Gewicht entsprochen hat, das wir reduzieren wollten. Und jeder, der einen Beitrag geleistet hat, durfte die dementsprechende Menge Sand ablassen. Damit haben wir immer gesehen, wo stehen wir, wie viel müssen wir noch holen. In Summe war der Entwicklungsprozess eigentlich dann so wie bei einem Supersportler. Gewichts- und Gewichtsverteilungsoptimiert. Die Fahrdynamik, die daraus resultiert in Verbindung mit dem komplett neuen Telelever, ist ein neuer Maßstab. Eine Entwicklung ist auch immer mit Zielkonflikten verbunden. Ein Beispiel, die vom Design geforderte schlanke Tankrampe versus einem möglichst großen Tankvolumen. Wir haben uns dieses Thema gelöst, indem wir uns für einen Alutank entschieden haben. Eine sehr wertige und gute Lösung. Die neue GS ist ein neuer Maßstab. Die ganzen Innovationen, die drin sind, jede einzelne für sich logisch. Die Herausforderung war, den Verbund aller Themen bei diesem Zielgewicht umzusetzen. Um nur auf ein paar Innovationen einzugehen, das Absenkfahrwerk als Beispiel. Es ermöglicht das Gefühl einer großen Reise Enduro mit der Erreichbarkeit mit den Füßen am Boden beim Stehen. Die Fahrerassistenzsysteme ermöglichen ein einfaches Fahren auf langen Strecken bei gesteigerter Sicherheit. Die Fahrdynamik mit dem komplett neu entwickelten Motor und dem schon bereits beschriebenen Gewichtsziel sucht seinesgleichen. Damit haben wir als Segmentbegründer der großen Reise-Enduro die Messlatte deutlich höher gehängt. Gegenüber der R1250 GS haben wir die Fertigungstiefe für das Werk in Berlin erhöht. Wie in der Vergangenheit werden Kurbelgehäuse, Zylinderköpfe, Pleuel und Kurbelwelle im Werk mechanisch bearbeitet, das heißt gefräst, gedreht, geschliffen und so weiter. Neu ist, dass wir nun auch den Hauptrahmen im Werk Berlin schweißen, bearbeiten und lackieren. Zudem wird auch der Tank neuerdings dort gefertigt. Wie üblich lackieren wir unsere Bauteile im Werk und bringen die verschiedenen Tapes auf. Die Montage des Motors übernimmt jetzt eine hochautomatisierte Roboteranlage. Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Roboter zusammenspielen und am Ende ein kompletter Motor das Band verlässt. Die anschließende Endmontage erfolgt dann innerhalb einer Schicht auf dem Montageband. Das Team dafür trainieren wir schon seit den frühen Prototypen, die wir hier gebaut haben.
Viele Arbeitsschritte konnten wir mit Hilfe von virtuellen Simulationen so planen, dass sie für unsere Mitarbeiter am Band optimal sind. In Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen ist so eine sehr effiziente Fertigung entstanden. Wir haben an die Produktion sehr hohe Qualitätsansprüche. So überwachen wir elektronisch unsere Verschraubungen und setzen bei den Verschraubungen des Hauptrahmens sogar einen Roboter ein. Die eben erwähnte Robotermontage des Motors garantiert uns einen wiederholgenauen Motorenbau. Natürlich führen wir auch regelmäßige Produktaudits an unseren Fahrzeugen durch, denn Teilequalität und Prozessqualität haben die höchste Priorität. Das Werk Berlin ist außergewöhnlich. Die meisten unserer mittlerweile über 30 Modelle werden hier gefertigt. In seiner über 50-jährigen Geschichte hat sich das Werk kontinuierlich zu einem Motor für Innovation und Nachhaltigkeit entwickelt, vor allem im Bereich der Logistik. Die Versorgung mit der Fülle von Einzelteilen und der Abtransport von neuen Fahrzeugen inmitten des Stadtteils Spandau kann somit sichergestellt werden. Das Ganze kann jeder bei einer Werksführung hautnah miterleben. Also einfach anmelden und vorbeikommen. Für mich ist die neue GS so konsequent entwickelt worden wie keine GS zuvor. Das Gefühl, wenn man sie sieht, auf ihr sitzt, fährt, ist einfach unbeschreiblich. Und das macht mich unheimlich stolz. In den vergangenen Jahren haben unsere Wettbewerber intensiv daran gearbeitet, ihre Adventure-Motorräder zu optimieren, um die GS zu übertrumpfen. Und sie haben beachtliche Fortschritte erzielt. Ja, einige mussten Komponenten der R250 GS nachahmen, um erfolgreich zu sein. Aber die meisten haben eigenständige Lösungen gefunden. Umso mehr freuen wir uns, eine so innovative neue GS entwickelt zu haben, was uns nur wenige zugetraut haben. Die BMW R1300 GS ist nicht nur ein Motorrad, sondern ein Symbol für grenzenlose Freiheit und unerschütterlichen Fahrspaß. Als ich sie das erste Mal fahren durfte, war es für mich pure Freude ab dem ersten Meter. Und wir alle bei BMW Motorrad wünschen uns genau dieses Gefühl für unsere gesamte Community. Wenn ihr die neue GS in Action sehen wollt, dann klickt auf dieses Video. Und wenn ihr mehr über die Technik lernen wollt, klickt auf das untere Video.